Am 27. Mai fand die Speyerer OB-Wahl mit 2 Kandidatinnen und 2 Kandidaten statt. Nur knapp war das Ergebnis. 0,9% lag der Amtsinhaber Hans-Jörg Eger vor der Herausforderin Stefanie Seiler. Da jedoch keiner die absolute Mehrheit von 50% erreicht hatte, war eine Stichwahl am 10. Juni fällig. Wahlleiterin war, wie schon am 27. Mai, Bürgermeisterin Monika Kaps. Ja gut, er war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Ich habe im Neuen angefangen, die Wahllokale zu besuchen. Ich habe alle 52 Wahllokale besucht, habe mich auch bei den Wahlhelferinnen und Helfern bedankt und muss sagen, habe also eine sehr gute Stimmung vorgefunden. Die Wahlbeteiligung hätte etwas höher sein können. Also das war aber zumindest so der Eindruck, bis ich dann auch mal durch war. Im historischen Ratssaal werden die Ergebnisse der ausgezählten Wahlbezirke entgegengenommen und projiziert. Anspannung bei allen Beteiligten und bei der Presse. Erste Ergebnisse aus den Stimmbezirken liegen vor. Vorne liegt Stefanie Seiler, aber das war bei der Wahl am 27. Mai auch schon so. Nur, der Vorsprung scheint größer geworden zu sein. Ob das der Amtsinhaber bei den Briefwahlbezirken noch aufholen kann? Angespannte Gesichter daher bei den Anhängern der CDU und freundliches Wedeln mit dem roten Fächer von Frau Ebli. Nur 2 lächeln noch und scheinen die Sache locker zu nehmen. Fraktionsvorsitzender Wilke und CDU-Chef Wagner. Eine hat schon einen kleinen Sieg errungen, OB-Kandidatin Irmel Münch-Weimann. Es geht um die Wahl der Oberbürgermeisterin mit großem I. 52,4% stimmten für Stefanie Seiler bei einer Wahlbeteiligung von 44,5%. Ein wenig steht dem Amtsinhaber und Ehefrau Colin die Enttäuschung schon im Gesicht. Jubel bei den Genossinnen und Genossen. Es gab ganz viele herausragende Ereignisse, wenn wir die Jubiläen im Jahre 2011 uns anschauen, wenn wir den regionalen ökumenischen Kirchentag uns anschauen, wenn wir den Umbau der Stadtverwaltung zur integrierten Stadtentwicklung anschauen, wenn wir 3 positive Jahre mit guten Jahresabschlüssen mit Gewinn darstellen können, wenn wir 25% zugewonnene Arbeitsplätze zeigen können, dann muss ich sagen, es gab viele herausragende Ereignisse, auf die ich auch stolz bin, die mich auch mit Stolz erfüllen, wenn ich jetzt dann abtreten werde. Also von daher glaube ich, es gibt eine ganz Vielzahl von Maßnahmen, die gut für die Stadt waren, gute Weichenstellungen. Ja, und dann soll die Stadt darauf weiter aufbauen. Ja, ich bin einfach überwältigt jetzt von dem Ergebnis. Ja, es muss jetzt erstmal reifen, dieses Ergebnis. Und wir werden anschließend mit dem Team, mit allen Beteiligten auch nochmal was trinken, um es sacken zu lassen. Wir haben einige wirklich auch die Menschen bewegende Sachthemen. Es ist natürlich der neue Stil, der jetzt im Rathaus Einzug erhält, mit mehr Kommunikation, mit mehr Offenheit, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und ganz klar, die Sachthemen ist Wohnungsbau, Verkehr, Lärmschutz und Umwelt. Das sind die Themen, die uns auch die Bürgerinnen und Bürger wiedergespiegelt haben. Ja, die finden wir auch außerhalb der SPD und dieses Ergebnis gibt der Berechtigung auch daran, ja, mitzuwirken, und ich lade alle ein, an dem demokratischen Prozess mit uns unsere Stadt Speyer zu gestalten. Wir, also unsere Partei, wir werden uns eine kleine Sommerpause gönnen, das haben wir jetzt auch redlich verdient, und dann werden wir nach den Sommerferien in die Kommunalwahl starten.